Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie RTL in einem Interview mit Robert Lambrou versucht, den Zuschauer psychisch zu manipulieren. Schauen wir uns im Folgenden erst einmal allein die Fragen des Reporters an, weil dadurch die Agenda aus meiner Sicht sehr leicht offensichtlich wird. Im Folgenden die Fragen. Herr Lambrou, wir wollten ja eigentlich hier auf den Weihnachtsmarkt, aber wir sind hinterm Zaun. Warum? Mein Team könnte mit, ich könnte mit, wer kann nicht mit? Ja, ich kann ja sagen, hinter der Kamera sind zwei Ihrer Mitarbeiter. Die sind nicht geimpft und deshalb können wir nicht mit rein, aber vielleicht können wir danach noch einen Glühwein trinken. Robert Lambrou, 54, ist Chef der AfD-Fraktion. Früher mal SPD-Mitglied, gilt er als bürgerliches Gesicht der Partei in Hessen. Doch beim Parteitag im November rückte die AfD noch weiter nach rechts. Mit Andreas Lichert bekam Robert Lambrou einen neuen Co-Vorsitzenden an die Seite gestellt. Wir haben ihn gerade im Film gesehen, Andreas Lichert, der will Politik so wörtlich für die letzte Kartoffel machen, den letzten Jungen ohne Migrationshintergrund auf dem Schulhof. Würden Sie sich seine Worte zu eigen machen? Ja, wie fanden Sie die Worte, als Sie die gehört hatten? Das ist jetzt quasi Ihr neuer Co-Chef. Ja, auf der anderen Seite, er will sich jetzt um die deutsche Kartoffel kümmern. Sind Sie dann derjenige, der sich um die anderen 25 in der Klasse kümmern wird? Er hat ja auch mit diesem Satz, finde ich, auch gespalten. Er spaltet zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Wie kann man denn die Menschen wieder zusammenführen, wenn sie das erstmal so spalten oder wenn er das so spaltet? Wir gehen ja jetzt hier nicht rein in den Weihnachtsmarkt, weil einer Ihrer Mitarbeiter nicht geimpft ist. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Ihre Frau auch nicht geimpft ist und Sie wirklich dann auch Einschränkungen spüren, weil Sie solidarisch mit Ihrer Frau natürlich sind, oder? Jetzt, die Impfung schützt den eigenen Menschen vor einer schweren Erkrankung. Sie schützt auch andere Menschen vor der Weitergabe, die mit bei einem geimpften Menschen schwerer möglich ist. Warum werden Sie zum Beispiel nicht bei Ihrer Frau oder bei Ihren Mitarbeitern, die nicht geimpft sind, sich nicht doch den Pieks zu geben? Der Druck wird höher auf Ungeimpfte. Es soll eine Impfpflicht geben, erst für einige Berufe. Dann wird ja die allgemeine Impfpflicht auch diskutiert. Wie lange werden Ungeimpfte dann diesem Druck noch standhalten? In anderen Ländern sind viel mehr Menschen geimpft, da ist viel mehr gelockert worden. Ist das nicht auch ein Argument, dass man sich mehr impfen lassen sollte? Es ist bald Weihnachten. Auf den Weihnachtsmarkt haben Sie gesagt, werden Sie nicht gehen. Sie werden nicht in die Restaurants gehen, weil Ihre Frau noch nicht geimpft ist. Wie werden Sie denn diese Adventszeit da noch verbringen, wenn es besinnlich werden soll? Was ist dir auffällig? Obwohl das Gesamtinterview mit Robert Lambrou nicht länger als 5 Minuten ist, wiederholt der Reporter bestimmte Aspekte mehrfach. Beispielsweise scheint es ihm ein Anliegen zu sein, herauszustellen, dass Ungeimpfte den Weihnachtsmarkt nicht besuchen können und deswegen Lambrous Mitarbeiter man jetzt angeblich nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen könne. Außerdem stellt er ein Zitat von Andreas Lichert in den Vordergrund und möchte Andreas Lichert darauf reduzieren und es als Beweis dafür nehmen, dass die AfD immer weit an den Rand drückt und Lambrou sozusagen nur das bürgerliche Aushängeschild ist, einer an sich nicht bürgerlichen Partei. Gehen wir nun das Interview mit den Antworten von Robert Lambrou durch. Es ist mir wichtig zu betonen, dass man natürlich bedenken muss, dass Robert Lambrou hier spontan antworten muss. Dass natürlich für mich es im Nachhinein leichter ist, zu sagen, was man genau hätte tun können. Der Sinn dieses Videos, überhaupt meiner Videos, ist ja nicht, die Leute anzuklagen, sondern Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, was man vielleicht hätte machen können. Man alle Zeit der Welt hätte, um nachzudenken. Vielleicht aber kann man sich ja etwas merken und es für das nächste Mal mitnehmen. Und dann ist es ja schon super, wenn man sich an einen Aspekt erinnern kann und den dann anwenden kann. Weil natürlich ist es so, dass sich in den Interviews bestimmte Schemata wiederholen. Es ist natürlich immer etwas anders, aber viele Muster sind gleich. Weil diese Leute von den Öffentlich-Rechtlichen oder hier von RTL, sie haben bestimmte Methoden, die sie systematisch anwenden. Und wenn man diese Methoden durchschaut hat und sie kennt und sich damit auseinandersetzt, dann kann man natürlich besser darauf antworten beim nächsten Mal. Herr Lambrou, wir wollten ja eigentlich hier auf den Weihnachtsmarkt, aber wir sind hinterm Zaun. Warum? Weil es vielen Menschen in Wiesbaden genauso geht. Ich bin zum Beispiel doppelt geimpft, ich könnte drauf. Aber wir machen von der AfD die Spaltung der Gesellschaft durch die Landesregierung nicht mit. Deshalb. Mein Team könnte mit, ich könnte mit, wer kann nicht mit? Ich kann auch mit, aber wir machen diese Spaltung der Gesellschaft nicht mit. Vielen Bürgern geht es jetzt so wie uns, wir müssen draußen bleiben. Ja, ich kann ja sagen, hinter der Kamera sind zwei Ihrer Mitarbeiter. Die sind nicht geimpft und deshalb können wir nicht mit rein, aber vielleicht können wir danach noch einen Glühwein trinken. Das ist nicht der Grund, ich könnte ja mit Ihnen alleine rein. Nein, es ist einfach so, dass die Spaltung der Gesellschaft hier sich wirklich manifestiert. Wieso können auf einem Weihnachtsmarkt nicht alle Menschen teilnehmen? Anscheinend ist es so, dass der Moderator sich überlegt hat, er hat diese Position von Lambrou wahrscheinlich gekannt. Dann hat er sich überlegt, er möchte an bestimmte Instinkte appellieren der Leute.
er möchte jetzt in den Vordergrund rücken, als Ungeimpfter kann man das und das nicht. Und das zieht sich durchs ganze Interview durch. Die Strategie dahinter ist wahrscheinlich, dass er denkt, man vergisst das mit der Zeit. Wenn man als Ungeimpfter daheim sitzt und man bekommt das gar nicht mit, dann vergisst man auch die Nachteile, die man hat. Wenn man jetzt aber wieder daran erinnert wird, ihr könnt das nicht, ihr könnt das nicht, dann soll die Motivation erhöht werden, dass die Leute sich impfen. Ob das erfolgsversprechend ist, daran kann man zweifeln, aber aus meiner Sicht ist diese Agenda klar erkennbar. Später im Interview bringt er dann auch noch die Frau von Robert Lambrou ins Spiel, die nicht geimpft ist. Und bringt wieder den Punkt, ja, wie wollen sie denn die Adventszeit verbringen, wenn ihre Frau ungeimpft ist, die können ja gar nichts machen. Auffällig am Anfang ist diese Weihnachtsmusik, die den O-Ton übertönt. Es wirkt alles so locker, harmonisch, nicht so ernst. Obwohl das, was Robert Lambrou sagt mit der Spaltung, das ist eigentlich sehr ernst. Dass Ungeimpfte nicht auf den Weihnachtsmarkt können und er jetzt Solidarität zeigt und darauf verzichtet, das ist ein sehr ernstes Thema. Und diese merkwürdige Musik soll den ganzen Vorgang bagatellisieren. Es ist alles ganz normal, alles ganz weihnachtlich. Robert Lambrou erzählt hier irgendwas, aber das ist alles, ja, alles ganz normal. Robert Lambrou, 54, ist Chef der AfD-Fraktion. Früher mal SPD-Mitglied, gilt er als bürgerliches Gesicht der Partei in Hessen. Doch beim Parteitag im November rückte die AfD noch weiter nach rechts. Mit Andreas Lichert bekam Robert Lambrou einen neuen Co-Vorsitzenden an die Seite gestellt. Es war schon im letzten Interview so, aus meiner Sicht, dass Robert Lambrou überzeugt hat, dass er sehr überzeugende Antworten gegeben hat und er schwer zu framen ist. Und jetzt hier in diesem Beitrag kommt ein Trick zum Einsatz. Sie sagen, Robert Lambrou sei das bürgerliche Aushängeschild. Das klingt erstmal positiv. Aber was sagen Sie damit gleichzeitig? Sie sagen damit, die anderen sind es nicht. Das heißt, Robert Lambrou ist ein Fake. Er ist im Grunde dann auch charakterlich, ist das sehr verwerflich, weil er sich hergibt als ein Aushängeschild, er die Öffentlichkeit täuscht durch sein Auftreten. Er ist das bürgerliche Aushängeschild, aber dahinter, da ist der tobende, ekelhafte, rechtsradikale Mob. Das wird hier ganz klar suggeriert. Und das wird dann noch dadurch bestärkt, dass gesagt wird, Andreas Lichert, und mit ihm würde die AfD weiter an den rechten Rand rücken. Also zwei Botschaften. Robert Lambrou ist ein Fake, ein Aushängeschild, aber ein Fake. Und die Partei, sie driftet immer weiter ab. Sie wird immer unnormaler, weil was heißt rechter Rand? Rechter Rand klingt unausgewogen. Mitte klingt ausgewogen. In der Mitte, das ist normal, das ist richtig. Und umso weiter man am Rand ist, desto mehr ist man falsch. Umso mehr denkt man an gesellschaftliche Umwälzungen, an Gewalt, an den Kommunismus, an den Nationalsozialismus. Es wirkt unsolide, gefährlich. Auffällig ist auch, dass gleich im Anschluss der Moderator Andreas Lichert zitiert. Sie hätten ja genauso gut auch den O-Ton nehmen können von Andreas Lichert, was eigentlich normal wäre, gerade bei dem kurzen Beitrag. Sie zeigen ihn, aber nur kurz und dadurch bleibt er unpersönlich. Wenn er jetzt selber zum Publikum reden könnte, dann würde er wahrscheinlich einen ganz anderen Eindruck machen. Wir haben ihn gerade im Film gesehen, Andreas Lichert. Der will Politik so wörtlich für die letzte Kartoffel machen, den letzten Jungen ohne Migrationshintergrund auf dem Schulhof. Würden Sie sich seine Worte zu eigen machen? Das war eine Personenwahl. Und Andreas Lichert und ich decken die gesamte Bandbreite der AfD ab. Ja, wie fanden Sie die Worte, als Sie die gehört hatten? Das ist jetzt quasi Ihr neuer Co-Chef. Es ist eine 5-minütige Rede gewesen, wo es darum ging, gegen Konkurrenz sich diese Position zu sichern. Da sollte man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Da wird manchmal zugespitzt. Ja, auf der anderen Seite, er will sich jetzt um die deutsche Kartoffel kümmern. Sind Sie dann derjenige, der sich um die anderen 25 in der Klasse kümmern wird? Nein, ich denke, dass Andreas Lichert und ich uns um alle Menschen kümmern werden, weil, schauen Sie, sowohl Andreas Lichert als auch ich haben jeweils einen Migrationshintergrund. Er hat ja auch mit diesem Satz, finde ich, auch gespalten. Er spaltet zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Wie kann man denn die Menschen wieder zusammenführen, wenn sie das erstmal so spalten oder wenn er das so spaltet? Ich habe das nicht als Spalten empfunden. Also es fällt schon auf in unserer Gesellschaft, dass andere Parteien sehr stark Politik machen für Minderheiten. Und ich finde es legitim, wenn Andreas Lichert dann auch mal darauf hinweist, dass man durchaus auch Politik für die Mehrheitsbevölkerung machen sollte. Der Moderator greift jetzt zu einem weiteren Trick. Die Liste dessen, was Andreas Lichert in sämtlichen Reden gesagt hat, ist unaufzählbar. Das heißt, die Medien müssen immer eine Auswahl treffen, was sie berichten und was sie nicht berichten. Normalerweise ist der Auftrag der Journalisten, das möglichst ausgewogen abzubilden. Das heißt, die Realität vereinfacht so zusammenzufassen, dass der Zuhörer sich ungefähr die Realität vorstellen kann. Und dieses Bild, diese Vorstellung,
dann der Realität möglichst nahe kommt. Statt den Versuch zu unternehmen, ein differenziertes Bild zu zeichnen, greift der Moderator aber genau eine einzige Passage heraus und nutzt den Interpretationsspielraum möglichst negativ aus. Robert Lambrou antwortet dann darauf, aber er wiederholt es wieder. Er bleibt bei diesem einzigen Zitat und verbringt so viel Zeit damit im Interview. Und umso mehr Zeit damit verbracht wird, desto relevanter erscheint es dem Zuschauer. Das heißt, weil so viel Zeit damit verbracht wird, denkt der Zuschauer, der Journalist ergreift das Wichtige heraus und alles andere, was jetzt Lichert gesagt hat, ist gar nicht wichtig. Sondern wichtig und relevant ist allein das. Oder ist wahrscheinlich überhaupt das Einzige, was er zu sagen hat. Es ist die altbewährte Vorgehensweise, Dämonen zu zeichnen. Es ist eine 5-minütige Rede gewesen, wo es darum ging, gegen Konkurrenz sich diese Position zu sichern. Da sollte man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Da wird manchmal zugespitzt. Robert Lambrou gibt hier aus meiner Sicht die sehr überlegte Antwort, dass man auch mal zuspitzt, gerade wenn es eine Bewerbungsrede ist. Er sagt zudem, er und Andreas Lichert würden die ganze Bandbreite der Partei abdecken. Aus meiner Sicht aber müsste man, allein um sich selbst zu schützen, müsste Robert Lambrou Andreas Lichert noch viel offensiver verteidigen, sich regelrecht vor ihn schmeißen. Nicht den geringsten Zweifel daran lassen, dass Andreas Lichert integer ist. Natürlich, er schützt ihn jetzt auch, aber das Problem ist für den normalen Zuschauer, klar, für Robert Lambrou, für uns ist klar, die AfD ist demokratisch. Aber wenn er jetzt sagt, er und Andreas Lichert würden die ganze Bandbreite der Partei abdecken, das lässt einen Interpretationsspielraum offen. Die ganze Partei, ist denn die ganze Partei demokratisch? Wir haben doch gerade im Beitrag gelernt, die AfD ist an den rechten Rand gerückt. Das Wort Unausgewogenheit ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Wort, das AfD-Leute immer ganz leicht verwenden können, um Vorwürfe abzuwehren. Wenn die Medien irgendwas suggerieren, wie hier mit diesem Kartoffelzitat, dann kann man immer sagen, es ist unausgewogen, jetzt nur dieses Zitat zu bringen. Die Darstellung ist unausgewogen. Weil es ist ganz klar, indem jetzt nur dieses Kartoffelzitat gebracht wird, schafft der Moderator eine Realität. Er manipuliert die Zuschauer, weil sie dann nur an das denken. Das heißt, sie verbinden dann Andreas Lichert allein mit dem Zitat. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja in Ordnung, wenn er das mal in den Mittelpunkt stellt. Aber in einem kurzen 5-Minuten-Interview, nach einer klaren Antwort, stellt er es immer wieder in den Mittelpunkt. Und nur dieses ein Zitat und sonst gar nichts. Und sonst berichten die großen Medien natürlich auch nichts über die AfD, sondern sie suchen sich die einzelnen negativen Punkte heraus, nutzen den Interpretationsspielraum maximal negativ aus und stellen es ganz groß in den Mittelpunkt. Und das ist Psychomanipulation. Und das kann man auch so in freundlichen Worten verdeutlichen, dass das unausgewogen ist, mit der Vokabel Unausgewogenheit. Es ist so, dass bei Minute 2:10 ein auffälliger Schnitt ist. Wir wissen also nicht, was Robert Lambrou in der Zeit gesagt hat oder ob er vielleicht diese Dinge gesagt hat. Wir wissen es nicht. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wenn AfDler in einem Interview sind, sie immer selbst einen Mitschnitt machen. Das geht ganz leicht. Man steckt ein Mikrofon in die Tasche und schneidet es einfach mit. Das gibt so kleine USB-förmige Mikrofone. Die haben eine sehr gute Qualität. Also jedenfalls so, dass man alles versteht. Und die Medien, sie können nur in einem gewissen Rahmen schneiden. Weil wenn man dann selbst mit an die Öffentlichkeit geht, RTL verheimlicht wichtige Passagen. Aus meiner Sicht, das ist, glaube ich, eine Eskalation. Das machen sie nicht mit. Ist natürlich so, der Moderator versucht, Robert Lambrou zu erpressen. So, ja, du musst jetzt nett zu mir sein, einigermaßen. Sonst interviewe ich dich nicht mehr. Dann hat die AfD gar keine Plattform mehr. Wenn du jetzt nicht nett genug bist, dann bricht mir einfach gar nichts über dich. Und aus meiner Sicht war das ein ganz klar feindliches Interview gegenüber der AfD. Und wenn man also mit sowas konfrontiert wird und man dann immer gezwungen ist, nett zu sein, aus meiner Sicht darf man da nicht uneingeschränkt mitgehen. Sondern man muss in freundlichem Ton die Themenlenkung machen auf die Medien. Wir gehen ja jetzt hier nicht rein in den Weihnachtsmarkt, weil einer Ihrer Mitarbeiter nicht geimpft ist. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Ihre Frau auch nicht geimpft ist und Sie wirklich dann auch Einschränkungen spüren, weil Sie solidarisch mit Ihrer Frau natürlich sind, oder? Also wir sind hier, weil ich es ablehne, auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen, der Teile der Bevölkerung ausgrenzt. Was meine Familie angeht, so ist das, glaube ich, typisch. Die Frage, ob man sich hat impfen lassen oder nicht, zieht sich quer durch die Familie. Und wenn man dann als Familie etwas unternehmen will, dann kann man auch, wenn einige geimpft sind, sich im Grunde genommen nur noch da aufhalten, wo Ungeimpfte zugelassen sind. Und ich finde, dass die Regierung vergessen hat, dass es das Coronavirus zu bekämpfen gilt und nicht Teile der Bevölkerung. Jetzt
Die Impfung schützt den eigenen Menschen vor einer schweren Erkrankung. Sie schützt auch andere Menschen vor der Weitergabe, die mit einem, bei einem geimpften Menschen schwerer möglich ist. Warum werben Sie zum Beispiel nicht bei Ihrer Frau oder bei Ihren Mitarbeitern, die nicht geimpft sind, sich nicht doch den Pieks zu geben? Es ist eine individuelle Entscheidung, wo jede Person abwägen muss zwischen den Chancen einer Impfung und den Risiken, zum Beispiel Nebenwirkungen oder möglichen Spätfolgen. Und ich finde es als übergriffig, wenn der Staat hier meint, all in gehen zu müssen und sagt, die Impfungen sind die Lösung. Sie sind ein Bestandteil einer Strategie, wie wir Corona in den Griff kriegen. Aber es ist nicht die einzige Maßnahme, die man ergreifen kann. Ich erwähne zum Beispiel die Medikamente, die sehr wichtig sind, um schwere Verläufe zu lindern. Der Druck wird höher auf Ungeimpfte. Es soll eine Impfpflicht geben, erst für einige Berufe. Dann wird ja die allgemeine Impfpflicht auch diskutiert. Wie lange werden Ungeimpfte dann diesem Druck noch standhalten? Es ist in der Tat enormer Druck, der auf Ungeimpfte ausgeübt wird. Aus meiner Sicht auch, weil man sie zum Sündenbock macht, weil die Regierung im Sommer mal wieder versagt hat und nicht rechtzeitig dafür gesorgt hat, dass mehr Pfleger eingestellt werden. Und man hat vor allen Dingen auch den Geimpften vermittelt, dass sie nicht mehr die Hygienebedingungen einhalten müssen. Und ich denke, dass dieses sorglose Verhalten der Geimpften auch mit dazu beigetragen hat, dass wir jetzt so eine starke vierte Welle haben. In anderen Ländern sind viel mehr Menschen geimpft, da ist viel mehr gelockert worden. Ist das nicht auch ein Argument, dass man sich mehr impfen lassen sollte? Also ich glaube, dass das sehr stark daran hängt, was für eine Strategie die Regierung macht. Und die Regierung Merkel hat sehr, sehr stark auf Angst gesetzt. Es gab andere Regierungen bei viel höheren Inzidenzen, die das viel souveräner gemanagt haben und die vor allen Dingen geschafft haben, die Bevölkerung zusammenzuhalten. Die Regierung Merkel und anscheinend auch die Ampelkoalition, sie spaltet die Menschen. Ich glaube, dass die vergessen haben, dass sie das Coronavirus bekämpfen sollten und nicht Teile der eigenen Bevölkerung. Es ist bald Weihnachten. Auf den Weihnachtsmarkt haben Sie gesagt, werden Sie nicht gehen. Sie werden nicht in die Restaurants gehen, weil Ihre Frau noch nicht geimpft ist. Wie werden Sie denn diese Adventszeit da noch verbringen, wenn es besinnlich werden soll? Wir können spazieren gehen und wir fahren zu Weihnachten natürlich wieder zu meiner Mutter und gehen abends in die Kirche. Herr Lambrou, vielen Dank für das Gespräch. Was hätte Robert Lambrou noch besser machen können? Er sagt am Anfang, warum können nicht alle auf den Weihnachtsmarkt gehen? Das ist ja die richtige Frage, aber aus meiner Sicht ist es wirksamer, gleich mit Fakten zu kommen. Das heißt, hier eine Aussage zu machen. Die Aerosolforscher haben gesagt, es besteht draußen keine Gefahr. Natürlich, wir wissen das, wir haben das schon tausendmal gehört. Aber viele Leute haben es noch nicht gehört und selbst wenn die Leute es schon gehört haben, da werden sie daran erinnert. Weil wenn die Leute tausendmal hören, Corona ist gefährlich, ist alles ganz gefährlich, es geht gar nichts, dann haben sie vielleicht irgendwann mal gehört, dass Aerosolforscher gesagt haben, draußen besteht kaum Ansteckungsgefahr. Weil das ist ja genau das, was die Medien versuchen zu vermeiden. Sie versuchen, mit wertenden Adjektiven zu arbeiten. Es ist schlimm, Corona ist schlimm, es ist gefährlich, wir müssen uns schützen. Sie arbeiten mit Emotionen und versuchen, die Fakten vergessen zu machen, hinten runterfallen zu lassen. Oder auch die Regierung, hat man ja das Gefühl, sie versucht absichtlich nicht zu forschen über Corona, die Datenlage unklar zu halten, um eben besser sagen zu können, es ist schlimm, Corona ist gefährlich. Wir wissen nicht genau, wie gefährlich, aber auf jeden Fall ganz gefährlich und wir brauchen ganz starke Maßnahmen. Und alle müssen sich unbedingt impfen lassen, auch die Kinder, das ist ganz wichtig und es ist unumgänglich. Am Ende kommt die Formulierung, die Regierung hat vergessen das. Aus meiner Sicht ist es besser zu beschreiben, die Regierung macht das und das. Weil aus meiner Sicht ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Regierung es tatsächlich vergessen hat. Wenn man sagt, jemand hat was vergessen, dann bietet man gleichzeitig eine Entschuldigung. Es ist ja viel schlimmer, wenn die Regierung es absichtlich macht, sie es eben genau nicht vergessen hat. Dann wiegt der Vorwurf schwer. Außerdem ist das Problem, dass man vielleicht ein bisschen naiv wirkt, weil die Leute es intuitiv vielleicht wissen. Das ist natürlich irgendwie Absicht, die spielen da ihr Spiel. Und wenn man dann sagt, die Regierung hat vergessen, die Regierung ist unfähig, die Regierung ist dumm, dann wirkt man auch gleichzeitig ein bisschen naiv, dass man sozusagen in die Falle reintappt. Weil das ist ja das Alibi, das man sich im Zweifel schaffen will. Ja, ich hab's halt, es war halt mir alles ein bisschen Pech. Es war aber aus meiner Sicht meistens ganz genau kein Pech, sondern es war alles genauso gewollt. Da haben sich ja Merkel und Co. auch 2020 früh verabredet und haben ministeriumsinterne Papiere, haben sie unter den Tisch fallen lassen, haben das absichtlich ausgeblendet, die Leute gefeuert und so weiter. Auffällig war beim Moderator auch noch, dass er ganz stark herausgestellt hat, die Vorteile des Impfens, ohne die Nachteile zu benennen. Und es ist aber nie so, dass jetzt umgekehrt bei Altparteien, die sagen, ja, wir brauchen die Impfpflicht, dass jetzt die Medien die Kontraposition einnehmen und sagen, es ist doch das und das, ist doch so und so.
Das könnte Robert Lambrou hier auch benennen. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch aufgefallen ist, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.